Da müssen wir nicht lange drüber reden, das ist hinlänglich bekannt. Ilex aquifolium, der wächst hier auch, weil der halt eben diese schönen theoretisch roten Bärchen haben könnte. Ich sehe hier keine einzige. Könnte daran liegen, dass das einfach ein männliches Exemplar ist. Ja, wird ein männliches Exemplar. Ah, nein, doch, ist ein weibliches Exemplar. Da sind welche. Hätte mich auch gewundert, dass sie im Park extra absichtlich ein männliches Exemplar hinpflanzen. Wobei man das immer erst merkt, nachdem sie die Früchte entsprechend tragen. Ne? Also man kann sie nicht hinpflanzen und weiß sofort, das war Männlein oder Weiblein. Das kann man, ja, man kann es genetisch feststellen, aber ist schwierig, das wirklich vorher zu testen, bevor man eben nicht sieht, hängen Früchte dran oder nicht. Natürlich bei der langfristigen Anlage von so einem Garten, und den gibt es hier schon ein paar hundert Jährchen, zwei glaube ich, ja, so ein bisschen mehr als zwei, ist natürlich relativ simpel, dann die falschen irgendwann im Laufe des Bestehens dieses Gartens rauszuschneiden. Auffällig ist bei dieser Parkvariante, nur relativ wenig Blätter haben tatsächlich diese typische Bedornung der Blätter. Es gibt erstaunlich viele, und das wundert mich eigentlich, auch hier gerade im Frontalbereich, hier gerade in dem Bereich, erstaunlich viele Blätter ohne großartig viele Stacheln. Na doch, hier sind ein ganz paar dran, aber nur sehr kleine. Ja, wir sind hier halt nicht im Wald. Die rechnen hier nicht damit, dass irgendwelche großen Pflanzenfresser kommen und dran rumfuttern. Ist ja auch so, tun sie hier auch nicht. So, aber jetzt der Vollständigkeit halber, und ich mache nachher auch noch mal eine Eibe. Also, Ilex aquifolium, ne, die Stechpalme, zeichnet sich durch oberseitlich stark glänzende Blätter aus, die auf der Unterseite sehr, 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 sehr deutlich viel matter grün sind und überhaupt nicht glänzen. Sie haben mindestens eine stechende Spitze ganz vorne. Viele Blätter haben auch zusätzliche Spitzen am Rand. Dass es Blätter mit und ohne Spitzen gibt, ist ein Bestimmungsmerkmal. Das nennt man Heterofolie. Das ist also zwei oder mehrere Arten von Laubblättern gibt, die sich optisch unterscheiden und trotzdem alle zur selben Pflanze gehören. Die fühlen sich sehr fest an, sehr lederartig. Das ist also auch sehr charakteristisch. Und beides, sowohl der Glanz der Oberseite als auch diese lederartige Struktur, sind eine Anpassung gegen Trockenheit. Also wenn es sehr, sehr, sehr trocken wird, trocknet so ein festes, so ein lederiges Blatt nicht aus. Und außerdem, wir befinden uns ja gerade mitten im Frühling und im Laubaustrieb, und dieses Ding ist grün, ne? Ist immer grün. Wenn wir also einen immergrünen Laubbaum finden in Deutschland, dann ist es, ich glaube, es gibt noch einen zweiten, aber wenn es wirklich so ein großes, hochwachsendes Ding ist, ist der Ilex aquifolium das einzige einheimische Laubgehölz, das immergrün ist. Und damit ist es dann auch wirklich sehr, besonders im Winter idiotensicher zu bestimmen, und dazu halt noch mit diesen stacheligen Auswüchsen. Das ist relativ einfach. Auch was Interessantes, hier können wir uns, ich glaube sogar, das ist die japanische Lerche, beim Austrieb der Knospen angucken. Ne? Wenn sie es dann scharf stellen würde, so sehen die Knospen von der Lerche aus, kurz bevor sie aufgehen. Ne? Weil die ist ja wechselgrün, auch als Nadelbaum, und ist hier kurz davor gerade auszutreiben. Woran erkenne ich jetzt, oder zumindest bilde ich mir ein zu erkennen, das kann man nicht sicher sagen, nicht in diesem Zustand, dass es sich um die japanische handeln könnte. Oh, das kann man auch, ja, hier kann man schön sehen, auch wenn es ein kleines bisschen unscharf ist. Ihr seht, die Triebspritzen, also die obersten Triebe, die jüngsten Triebe, die sind deutlich rötlich. Das ist eigentlich ein sehr gutes Bestimmungsmerkmal, wenn man japanische Lerche und europäische Lerche unterscheiden möchte. Larix kämpferi heißt die übrigens auf schlau. Unsere einheimische, unsere europäische Lerche, die hat deutlich gelbliche äußere Triebe, ne? Also wirklich deutlich gelblich. Das fällt richtig auf, so gelblich-braun. Und bei der japanischen sind eben die äußeren Triebe rötlich-braun. Hier eigentlich also wirklich ein ziemlich deutlicher Fall. Also ein wirklich, wirklich deutlicher Fall. Da bin ich mir ziemlich sicher, dass das die japanische ist. Es gibt allerdings auch noch Hybride zwischen beiden Lerchen. Deswegen kann man es, wenn man es nicht genau weiß, weil man denjenigen gefragt hätte, das Ding gepflanzt hat, nur schwierig durch reine optische Bestimmung 100% zweifelsfrei sagen.
Jetzt mal aus Gründen der Vollständigkeit noch diese Baumart hier. Hatten wir schon mal und ich hoffe, jetzt kann mir auch jeder spontan sagen, worum es sich handelt. Und für diejenigen, die jetzt noch nicht mitbekommen haben, wie man eine Eibe bestimmt, machen wir das jetzt auch noch mal geschwind. So, also zunächst mal haben wir auf der Nadeloberseite, das ist diese hier, ein ja, relativ sattes Mattgrün, also besonders blaugrün oder sonst was ist es nicht, es ist schon relativ matt. Die glänzen nicht, die machen sonst nichts. Die jungen Triebe sind auch noch mal deutlich von einem etwas helleren Grün als die eigentlichen Nadeln. So, dreht man es um, stellt man eine deutliche Farbänderung fest. Da werden sie erheblich, naja, anders grün. Ich tue mich immer mit den Beschreibungen der Farben echt schwer, aber guckt es euch an. Ihr seht wirklich da einen deutlichen Unterschied in der Farbe. Das ist eine Nadel, ups, hier, Nadeloberseite, Nadelunterseite. Man kann das schon gut erkennen. Und wenn man jetzt näher rangeht, dann stellt man fest, wenn mir das Stativ nicht umfällt, heißt das, dass wir, na, scharf stellen, jetzt. Diese hellere grüne Farbe als auf der Nadeloberseite, die äußert sich, das kann man hier bei diesen einzelnen Nadeln einigermaßen gut erkennen, in zwei sehr breiten Streifen. Wenn man aber ganz genau an den Nadelrand guckt, erkennt man zwei Streifen vom dunkleren Material auf der Nadeloberseite. Ich hoffe, man kann das hier auch bei meinem linken Ringfinger, bei den drei Nadeln, kann man es ganz gut erkennen. Und in der Mitte befindet sich auch nochmal so ein Längsstreifen, der auch nochmal ein bisschen farblich abgesetzt ist. Also sprich, die Nadel hat auf der Unterseite, auch wenn es wirklich schwer zu sehen ist, mit einer Lupe geht es ganz einfach, zwei dicke, fette Stomata-Streifen eben in diesem helleren, diesem giftigeren Grün, sag ich jetzt einfach mal ganz vorsichtig. Ihr wisst, was ich meine. So, und das ist auf jeden Fall ein Bestimmungsmerkmal. Ein anderes Bestimmungsmerkmal sind der Ansatz der Nadeln. Wenn wir uns das hier jetzt mal angucken und da jetzt mal ganz vorsichtig eine Nadel, genau diese da, abreißen, dann stellen wir fest, dass hier so ein, das habe ich jetzt absichtlich mal ein bisschen mit dem Fingernagel aufgespannt, dass da so eine kleine, der Nadelgrund in den Zweig übergeht. Das kann man hier auch ganz gut sehen. Ne? Also das kleine Fähnchen unten an der Nadel, das am Zweig hängt, das hängt dann nochmal an so einer Schuppe vom Zweig. Ich hoffe, man kann das ganz gut sehen. Hier kann man es auch nochmal ganz, gerade auch beim etwas älteren Zweig, da kann man schön sehen. Ha, ja, hier sieht man es prima. Also da, wo jetzt mein Daumen ist, da. Die haben alle so eine einzelne Schuppe, die da am Zweig anliegt. Und an dieser Schuppe hängt der Nadelgrund, also das kleine Stielchen der einzelnen Nadeln. So, und wenn wir das alles haben, zusammen mit diesem Farbunterschied und so weiter und so fort, dann können wir uns schon ziemlich sicher sein, dass es eine Eibe ist. Die Nadeln riechen nach nichts, kein besonderer ätherischer Duft, der auf irgendwelche ätherischen Öle hinweist. Giftig ist das Ding natürlich trotzdem. Und zwar ordentlich. So. Und ich hoffe, das langt an dieser Stelle. Das habe ich euch auch schon mal irgendwann gezeigt. Das hier ist das Scharbockskraut oder auch Skorbutskraut genannt. Und das ist auch wieder, ja, ein entfernterer Verwandter von den Hahnenfußgewächsen. Hier blüht es jetzt schon. Ich habe da nochmal ein extra Video, glaube ich, sogar zugemacht. Wenn es noch nicht blüht, wenn nur diese kleinen Blättchen da sind, da kann ich mal eins im Dienste der Wissenschaft opfern und in die Kamera halten. So schauen die aus. Ja, also keine großen Besonderheiten, sind aber auch wirklich ein typischer Frühjahrsblüher, haben auch, glaube ich, ein Rhizom oder irgend sowas in der Richtung, zumindest eine Wurzel, mit der sie überdauern können, sind mehrjährig, treiben jedes Jahr erneut eben entsprechend wieder aus und diese kleinen Blättchen, die kann man sich prima in den Salat schmeißen. Man sollte auch davon jetzt nicht gigantische Mengen mampfen, also ein kleines Schüsselchen Salat, so irgendwas, 100 Gramm oder was, die man am Tag maximal von dem Zeug vertilgen sollte. Auch dann eben nur dann, wenn die noch sehr, 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 sehr jung sind, dann sind sie auch sehr lecker, sehr aromatisch, ziemlich intensiv im Geschmack. Ich nehme sie gern als Ergänzung zu Feldsalat. Also so den letzten Feldsalat, den man auch so kriegt. Und da dann noch ein bisschen das erste aufkommende Scharbockskraut reinschmeißen. Das ist sehr lecker. Aber wirklich
nur, wenn sie nicht blühen, ne? Also hier schon zu spät, weil je älter die Blätter werden, desto mehr giftige Stoffe werden da entsprechend eingelagert. Jeder Hahnenfuß und alle Gewächse, die in irgendeiner Form mit den Hahnenfüßen verwandt sind, sind ja mindestens ein bisschen giftig. Das gilt halt auch für eben das Schaboxkraut. Das ist aber wirklich, wenn es noch jung ist, nur so wenig giftig, dass man da durchaus eine gewisse Menge von verzehren kann. Ach, bleibt bei 50 Gramm an eurem Salat und dann seid ihr auf jeden Fall auf der sicheren Seite bei den jungen Blättern. Wie gesagt, wenn sie blühen, ist es zu spät. Spätestens wenn sie blühen, dann ist nicht mehr gut. Und ihr könnt auch gerne mal ein Blatt probieren, egal wie sehr die blühen. Ein Blatt bringt niemanden um und beziehungsweise schadet auch niemandem. Und könnt dann mal gucken, schmeckt euch das jetzt noch oder ist das schon zu intensiv im Geschmack? Und dann weiß man auch relativ schnell, kann man das Schaboxkraut noch verwenden oder halt eben nicht. Je nach persönlichem Geschmack. Grundsätzlich, wenn nur noch Blühendes vorhanden ist, dann ist natürlich auch die Blattgröße ein guter Indikator. Wenn man sich jetzt hier zum Beispiel nur die allerkleinsten Blätterchen raussuchen würde. Das hier, das ist jetzt zum Beispiel ein ganz kleines, zartes, das ist dann noch sicherlich relativ lecker. Ich möchte hier jetzt allerdings nichts essen, weil hier ständig die Hunde drüber laufen und die Leute im Park unterwegs sind. Und das wäre echt eine schlechte Idee, hier jetzt zu sammeln. Aber zum Zeigen ist auf jeden Fall eine gute Möglichkeit. Oh, das hier ist leider gegen das Licht gefilmt. Aber ich möchte euch den Zapfen zeigen. Hier, hübsch nicht? So ein kleines, niedliches Täpfchen. Die werden auch nicht viel größer. Die bleiben so klein. Das ist eine kanadische Hemlockstanne. Die Tsuga canadiensis hat auch durchaus einen beeindruckenden Stamm und erreicht beeindruckende Dimensionen. Das ist mal wieder einer dieser Bäume, die zusammen mit auch der Douglasie eben entsprechend bei uns angepflanzt worden, weil man der Meinung war, die performen bestimmt wunderbar bei uns in den Wäldern und wachsen gar großartig, weil sie halt in ihrer Heimat riesige Bäume in geschlossenen Beständen werden. Und das war halt unglaublich interessant. Forstlich hat man alles so um 1800 rum angepflanzt, weshalb so jetzt die ältesten Hemlocktannen, die es so gibt in Deutschland, auch so um die 200 irgendwas so um den Dreh sind. Und das dürfte auch bei diesem Exemplar hier, die ist wahrscheinlich ein bisschen jünger, der Fall sein, dass sie auf jeden Fall im Rahmen dessen, dass es halt in war, in gerade irgendwelchen Schlossgärten, solche ausländischen kuriosen Bäume entsprechend hinzupflanzen. Will man in vielen Parks, teilweise steht es auch wirklich im Wald rum als Waldbaum. Bei mir zum Beispiel gibt es hinterm Dorf durchaus ein paar von den Dingern. Man muss ein bisschen suchen, die stehen so mitten im Bestand. Man muss also wissen, wo sie sind oder halt mal durch Zufall draufgestoßen sein. Erinnert von den Nadeln her meiner Meinung nach so ein kleines bisschen an Douglasie. Erinnert vom Stamm her so ein kleines bisschen an Douglasie. Auffällig ist, und da muss ich jetzt doch mal ein Zweigchen im Dienste der Wissenschaft. Gar nicht so einfach. Abrupfen, hat hier wirklich super kurze Nadeln. Ne? Die werden auch nicht länger. Die sind wirklich auffällig kurz. Das ist ein Bestimmungsmerkmal von eben der kanadischen Hemlock-Tanne. Was man schön erkennen kann an den weißen Stomata-Streifen. Zwei Stück auf der Nadelunterseite. Na, stellst du das jetzt scharf oder stellst du das wieder nicht scharf? Ach, ich will mal eine Spiegelreflexkamera. Das ist mit dem Fokus kein Problem. Ja, aber hier kann man es, glaube ich, ganz schön sehen. Also zwei weiße Stomata-Streifen durch einen sehr, 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 sehr dünnen Trennstreifen zwischen den beiden weißen Streifen entsprechend getrennt. Was jetzt aber auch der Fall ist bei diesem Ding, das ist ja eine Hemlockstanne, eine Tsuga und nicht eine Abies, also eine andere Gattung. Die ist nicht eine klassische Tanne, weil eine klassische Tanne hätte jetzt neben den weißen Stomata-Streifen auf der Nadelunterseite auch so kleine Saugnäpfchen, mit denen die Nadeln am Zweig ansitzen. Tun die hier nicht. Die haben hier einen ganz, 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 ganz winzigen Stiel, der im unteren Bereich so ganz, 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 ganz leicht anfängt zu verholzen, also so leicht bräunlich wird. Ich hoffe, man kann das sehen. Auf jeden Fall, die Nadelstielchen sind gut zu erkennen, die hier halt eben direkt in den hölzeren Bereich übergehen. Das sieht ein bisschen aus wie bei der Douglasie. Das liegt daran, dass die Tsuga canadiensis und die Pseudo-Tsuga menziesii, also die tut so, als wäre sie eine Tsuga, ist nämlich die Douglasie vom lateinischen Namen her. Ne? Die sind also durchaus verwandt. Die gehören, glaube ich, zur gleichen Familie, bin ich mir gar nicht ganz sicher.
Aber daran kann man das ganz gut erkennen. Eben auch manchmal sind Bestimmungsmerkmale ein ganz guter Hinweis auf die Verwandtschaft einzelner Bäume. Die wachsen auch durchaus gar nicht so weit voneinander entfernt, die Pseudozuger und die Zuger. Ne? So. Ben ist traurig. Ben ist traurig, weil Ben tatsächlich vergessen hat. Ich bin hierher gegangen, in der festen Überzeugung, oh ja, dann kann ich mal ein paar Takte erzählen zur Metasequoia-Glyptostroboides. Das klingt schon definitiv sehr imposant, ist auch imposant, aber leider hatte ich vergessen. Nee. Das Ding ist wechselgrün, ist zwar eine Konifere, also Nadelbaum, ist aber wechselgrün. Und was heißt das? Es ist jetzt kahl. Dabei hat das Ding so wunderschöne Nadeln. Ach, hartes Schicksal. Das sind übrigens die Fruchtstände, diese interessanten Dinger, die da so ein bisschen aussehen, als wären sie von der Hasel. Ne? Also das ist was ganz Besonderes. Das ist auch eins dieser lebenden Fossilien, baumiger Art. Vom Stamm her erinnert so ein bisschen an den Mammutbaum, also Pseudo. Naja, ich hab's versucht. Also vom Stamm her erinnert so ein bisschen an den Mammutbaum. Sequoia Dendron Giganteum, ne? Also diese größte Pflanze der Welt, also zumindest als Einzelstamm. Noch ein Versuch. Wo ist er? Verdammt. Okay. Jedenfalls, da erinnert es vom Stamm her dran. Die haben ja auch wieder eine Ähnlichkeit im Namen. Metasequoia und Sequoia Dendron. Ne? Beziehungsweise Sequoia ist ja auch der Gattungsname für Sequoia Dendron. Aber diese Metasequoias, die sehen ähnlich aus. Die stammen aus einer ähnlichen Epoche, mehr oder weniger. Aber das Interessante ist halt eben, das ist deswegen ein lebendes Fossil, weil man ganz lange gar nicht wusste, dass das Ding noch existiert. Und man hat dann noch einige wenige Exemplare in so einem versteckten Tal in China gefunden. Es gibt ein asiatisches Verbreitungsgebiet, also das natürliche Verbreitungsgebiet, da ist in Asien. Wahrscheinlich hätten sie vielleicht natürlich noch ein Verbreitungsgebiet in Amerika haben können. Und die wachsen rein von den Wuchsbedingungen her auch ganz gut bei uns. Aus irgendwelchen Gründen sind sie hier aber natürlich eben nicht übrig geblieben. Und das ist der einzige noch lebende Vertreter der Gattung Metasequoia. Nur der Metasequoia Glyptostroboides, den gibt es eben noch. Und das ist halt Nadelbaum halt eben so alt, das Ding, von der Entwicklung her, dass er ein paar Besonderheiten für Nadelbäume aufweist, die man an anderen Nadelbäumen nicht findet. Und eine davon sind diese witzigen, ja, Kätzchen. Ne? Kein anderer Nadelbaum hat solche Staubblätter in Anführungszeichen. Also das ist auf jeden Fall was ganz Besonderes, dieses Ding. Ich kann euch da jetzt gar nicht so viel zu erzählen, da müsste ich auch selber noch ein bisschen was nachlesen. Leider, leider, leider eben ohne die Nadelblätter. In diesem Fall ist Nadelblätter echt eine sehr passende Bezeichnung, aber es ist natürlich schade.